Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept für Enchiladas mit Hackfleischfüllung vorstellen. Klassisches mexikanisches Rezept. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich für meine Enchiladas mit Hackfleischfüllung brauche, habe ich schon mal rausgelegt. Ihr seht hier links auf der Seite, quasi getrennt durch die Frühlingszwiebeln, das, was ich für die Enchilada-Soße brauche. Und zwar machen wir die aus Öl, Pflanzenöl, hoch erhitzbar. Ich habe hier Rapsöl genommen. Wir werden Mehl verwenden zum Binden. Und dann habe ich hier Paprika rosenscharf, Paprika edelsüß. In den USA, in Mexiko, gibt es normalerweise Chili-Pulver. Deutlich milder, ist in Deutschland nicht so ohne weiteres zu kriegen. Deswegen habe ich das mal ersetzt jetzt durch diese beiden Gewürze. Außerdem Knoblauchpulver und natürlich klassisch mexikanisch Kumin, Kreuzkümmel. Für die nötige Schärfe kommen ein paar Chili-Flocken rein. Die könnt ihr aber auch weglassen, wenn es euch sonst zu scharf ist. Und anders als in der klassischen Variante kommt in meine Enchilada-Soße hier noch Tomate rein. Stückige Tomaten habe ich hier genommen. Ich finde, das passt gut. Und außerdem werden wir noch Hühnerbrühe dazu benötigen. Soviel also zu der Seite hier, zu der Soße, zu der Enchilada-Soße. Dann brauchen wir für die Enchiladas Tortillas hier. Klassisch 8 Stück aus dem Supermarkt. Kriegt man, glaube ich, heute überall. Wir brauchen natürlich Hack. Ich habe hier wie immer, wenn ich mit Hackfleisch arbeite oder fast immer, Rinderhack wieder genommen, reines Rinderhack. Ihr könnt aber auch Schwein nehmen, ihr könnt auch Geflügel nehmen zur Füllung. Wir brauchen außerdem eine Zwiebel, eine Gemüsezwiebel, hier eine große, die ich gleich klein schneiden werde. Wir brauchen 2 Knoblauchzehen und als Gewürz brauchen wir auch hier ein bisschen Chiliflocken, außerdem ein bisschen Cayennepfeffer, auch hier wieder ein bisschen Kumin und zum Anbraten vom Hack brauchen wir natürlich ein bisschen Olivenöl. Das Ganze werden wir natürlich nicht nur mit Hack füllen, sondern wunderbar mit Käse. Ich habe hier Cheddar, den ich gleich noch reiben werde, und Mozzarella, die ich beide vermische, die Käsesorten. Und dann ganz zum Schluss schmecken wir nochmal ab mit Pfeffer und Salz, je nachdem, was noch rein muss. Ja, zur Garnitur benutze ich dann ein bisschen Frühlingszwiebel oben drüber und ein bisschen saure Sahne. Das passt sehr gut. Ja, habe ich, glaube ich, alles angesprochen. Und dann kann ich mal mit den Vorbereitungen beginnen. Fangen wir mal an und machen zunächst mal die Soße. So, als erstes machen wir unsere Soße und dazu schmeiße ich jetzt erstmal hier meine Platte an und so nicht ganz hohe Temperatur, nicht maximal, so 3/4 und erhitze zunächst mal das Öl. Und jetzt gebe ich ganz einfach mein Mehl dazu. Und alle Gewürze. Ja, ihr seht schon hier, das fängt jetzt hier auch schon an zu brutzeln. Alles, was ich an Gewürzen habe, hier meine Chiliflocken, mein Paprika rosenscharf, das Knoblauchpulver und hier Paprika edelsüß. Und das Kumin. So. Das Ganze rühre ich jetzt durchgehend, bis ich das Öl mit Mehl und den Gewürzen verbunden hat. Und durch das Öl jetzt, durch das Anbraten des Öls, habt ihr nochmal eine besondere Aromatisierung. Jetzt kommen die Geschmacksstoffe nochmal richtig raus. Hier verbinden sich gut mit dem Öl. Ja, das ist auch schon okay. Ihr seht, das wird jetzt so eine Paste und die riecht wirklich schon ganz fantastisch. Und jetzt geht es einfach weiter. Jetzt gebe ich meine Tomaten dazu. Ups. Und auch gleich meine Hühnerbrühe. Und ihr seht, das wird eine Menge Soße. Die kochen wir jetzt gleich ein. Die Soße ist jetzt genug eingekocht.
schön. So, und ich mache jetzt was, was ihr nicht machen müsst. Ihr könnt es auch so lassen, wenn ihr es so stückig haben wollt. Ich möchte es nicht so. Ich püriere jetzt nochmal die Soße, dass wir wirklich eine glatte Konsistenz haben. So, vorsichtig, ne? Heiß, nicht, dass ihr Spritzer abkriegt. Das tut wirklich weh. Und ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit der Metallkante. Ich habe leider keinen mit Kunststoffaufsatz hier, dass ich meinen Topf nicht zerkratze. Also, vorsichtig pürieren. So, und jetzt ist unsere Soße auch fertig. Jetzt hat sie auch die richtige Konsistenz hier. Ihr müsst jetzt selber entscheiden, ob ihr sie dicker haben wollt, dann lasst ihr sie einfach noch ein bisschen reduzieren. Ich finde, das ist okay so, ne? Und hat eine schöne Farbe, wirklich geschmacklich ausgezeichnet. Also dicker will ich sie nicht haben, das reicht mir. So, nächster Schritt, jetzt können wir unser Gehacktes anbraten. Und dazu erhitze ich erstmal hier wieder das Olivenöl, nicht ganz so heiß machen. So, solange das Gehacktes hier jetzt noch das Fett auslässt, können wir auch gleich die Zwiebeln reintun und auch den Knoblauch. Die Temperaturen sind jetzt nicht so hoch. So. Und ich kann auch schon mal eine Gewürze reingeben. Chiliflocken. Ein Kumin. Bei mir immer sparsam, ich bin nicht so ein Kumin-Fan, also ihr könnt ruhig mehr reingeben, wenn ihr es mögt. Und hier Cayenne-Pfeffer. Und jetzt salze ich auch gleich schon mal. Ordentlich, denn da ist sonst kein Salz drin. So, und ich denke, unser Gehacktes ist jetzt fertig hier. Die Zwiebeln sind auch so langsam weich. Ja, mehr müssen wir nicht machen. Jetzt mache ich die Platte aus. Und jetzt gebe ich in mein angebratenes Gehacktes eine gute Kelle hier der Enchilada-Soße. Bei, naja, weiß ich nicht, dass es fließt, aber dann habe ich jetzt hier mein Gehacktes schon mal mit der Soße gemischt und noch mal zusätzlich Geschmack dran. Ja, ne? soll also nicht mit Soße hier fließen, sondern soll ja noch ein bisschen fest bleiben, weil wir es gleich einfüllen müssen in die Wraps. Ich glaube, das ist die richtige Konsistenz jetzt hier. Damit meine Wraps sich auch gleich jetzt drehen und füllen lassen und nicht kaputt brechen, mache ich jetzt Folgendes. Ich bestreiche jetzt die Wraps so ein bisschen mit Wasser. Und dann gebe ich sie ganz kurz in die Mikrowelle ein, 2 Minuten, na, höchstens 2 Minuten, damit sie weich werden und weich bleiben. Ihr könnt sie auch in der Pfanne mit Öl so ein bisschen anrösten, aber das finde ich sehr mächtig. Deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, die Variante mit Wasser zu machen, so wie ich sonst auch immer mache. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann bleiben sie auch geschmeidig und ihr könnt sie auch gleich drehen. Deckel drauf und ab geht's. So, Mikrowelle fertig. Na, und jetzt seht ihr hier, die sind jetzt richtig schön weich, die brechen nicht. Ne, so soll es auch sein. Also der Trick mit dem Wasser funktioniert ganz gut. Und jetzt gebe ich auf meine Enchiladas immer, ich habe hier mal schon mal Viertel gemacht in der Pfanne, dass ich so ungefähr die Mengen sehe, immer genau 1/8 hier auf die Enchiladas. Und da macht es schon Sinn, sie nicht so voll zu machen. Und jetzt immer auch hier natürlich gleich Käse drauf.
soll ja ordentlich Käse auch in den Enchiladas sein. So, und jetzt gebe ich immer auch noch ein bisschen Soße dazu. Nicht viel, nur dass sie so ein bisschen angefeuchtet werden. Könnt ihr auch vorher auf die Enchiladas streichen. Und jetzt rollen wir sie. So, was ich vergessen habe, vorher noch, wir geben hier einen Soßenspiegel noch ein bisschen auf die Form, in die Form, damit die Enchiladas gleich nicht in der Form kleben bleiben. So, und dann setzen wir sie mit der Naht sozusagen nach unten, damit sie nicht aufgehen. So, ein bisschen sauber gemacht, aufgeräumt. Letzter Schritt, bevor es in den Ofen geht. Jetzt gebe ich nur noch meine Soße hier, meine wundervolle Enchilada-Soße über die Enchiladas. Und ihr seht, man braucht auch die Menge, denn die Enchiladas sollen jetzt auch wirklich, wenn möglich, bedeckt sein. Letzter Schritt, Käse verteilen. Und Käse kann man ja eigentlich nie genug haben, ne? Deswegen war diese Käsemenge, die ich hier verwendet habe. So, und jetzt geht das Ganze bei mir bei 180, 200 Grad, 180 reichen, denke ich, in den Ofen. Mal schauen, wie lange. 20 Minuten würde ich mal tippen, je nach Bräunungsgrad schaue ich zwischendurch. Und jetzt geht es erstmal ab in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. 20 Minuten, das reicht, glaube ich, der Käse ist gut zerlaufen, es riecht ganz wunderbar. Und jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen abkühlen lassen und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Oh ja, schwierige Geburt. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt mache ich eigentlich nicht mehr. Ich nehme jetzt nur noch ein bisschen saure Sahne, die ich jetzt hier über mein Enchilada gebe. Und jetzt gibt es noch ein paar Frühlingszwiebeln. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob es geklappt hat, ne? Mal schauen. Ja, beim ersten Bissen fand ich es noch ein bisschen langweilig, aber so zweiter, dritter Bissen, da kommt die Schärfe dann doch gut durch und das reicht auch. Und man merkt auch wirklich die mexikanischen Gewürze, das Kumin ganz dezent, für mich reicht das, Mozzarella und Cheddar, alles hat sich wundervoll verbunden. Also, ich denke, meine mexikanischen Enchiladas gefüllt mit Hackfleisch haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.